ich denke, alles, selbst in der Jugendmannschaft als auch in der Spitze bei der Nationalmannschaft über die Bundesliga ist das Treffen der richtigen Entscheidung das A und O und dann, was dann Erfolg oder Misserfolg ausmacht. Heute habe ich mir vorgenommen, dass wir wirklich in der Breite dann angreifen und attackieren und 2 gegen 1 auf der Außenbahn. Zuallererst muss ich wissen, was will ich trainieren, was ist das Ziel und wo dockt das an? Dockt das vielleicht an Erfahrungen aus dem Spiel an oder dockt das an spezielle Stärken von den Jungs an? Also was will ich erreichen und wie komme ich dahin? Wie sieht der Weg aus? Und dann entwickelt sich so ein Aufbau von so einem Training, dann entwickelt sich vielleicht okay, ein Stück weit ja, die Zusatzbelastungen zentral. Halbe Minute läuft, Passtempo erhöht. Durch die Vorübung versuche ich dann einfach und die Schnelligkeit dann der Ausführung versuche ich ein Stück weit Stress zu erzeugen, Puls zu erzeugen, um dann auch in einer hohen Belastung dann einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen, immer 2 gegen 1 oder dann eben, wie es zum Schluss sein wird, dann im 3 gegen 2. Ich habe euch so ein bisschen die Markierungen hingelegt, gerade für meine Rückraumspieler, dass ich will jetzt euch hier nicht haben. Ja? Ich will, dass Mappes jetzt den Platz hat, ich will, dass Bobby dann den Platz hat. Ich will, dass ihr wirklich ganz breit hier außerhalb von Gelb, dass ihr ein Gespür kriegt, wie es ausreicht, ein Sechstel vom Feld trotzdem im 2-1 zu lösen. Gut so. Und nächste. Wir starten jetzt wirklich, dass wir gucken, ins Tempo gehen. Ins Tempo mit Abräumen. Ja? Das heißt, wir starten jetzt hier in 3-3 auf kurz. Ja? Also sprich, Büchse und Günes starten dann auf Signal. Ja? Haben 2 Smash im Knien und ihr habt Smash in der Aktion drüben. Pass, Rückpass. Der Abwehrspieler fängt an. Ja, also Durak zuerst, Johnny danach, Durak, du bist dann Abwehrspieler. Ja, so. Und dann mit Vollspeed in die 3-2-Geschichte rein. Und komm. Gas, 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 Gas. Gut. Und nächste. Gut. Ah! Nochmal Knotenpunkte. Hier, Büchse, klar rein. Denk an Tiefe, aber dass trotzdem noch den Ball spielen kannst. Ja? Dann denk dran, dass er wirklich breit bleibt, auf wirklich auf Außenlinie. Ja? Und dann steil auf den Außenspieler und dann eine klare 2-1 im Steilanlauf. Ja? Gut, komm, komm, komm. Gut so, guter Pass. Ich mache es gerne dann, gerade bei jungen Spielern, dass ich ihnen so viel wie möglich Möglichkeiten, Entscheidungsmöglichkeiten wegnehme, dass sie nicht 5 Entscheidungen haben, sondern vielleicht nur 3, weil dann ist die Chance, dass sie die richtige treffen, ein Stück weit größer. Der muss rein, der muss rein. Gute Entscheidung. Sehr gut.